Hola, monos, monos, herzlich willkommen, liebe Schüler. Hola, monos, monos, herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Videothema. Hier ist folgendes: Funktionsgleichungen ermitteln. Das Thema haben wir jetzt nicht im Unterricht schon angeschnitten. Folgendes Szenario. Das ist also eine Aufgabenstellung, die vereinzelt mal drankommen kann im rechnerfreien Teil, in ganz vereinfachter Form oder im Rechnerteil bei dem Thema ganz rationale Funktion, wo es darum geht, anhand von gegebenen Eigenschaften die Funktionsgleichung zu ermitteln. Also es ist so, dass die Aufgabenstellung, ich habe Ihnen mal hier fünf Aufgaben vorbereitet, die ich mit Ihnen jetzt durchsprechen werde, und ich möchte Ihnen das an diesen fünf Beispielen zeigen. Wenn wir mal kurz Aufgabe 1 durchlesen. Eine ganz rationale Funktion dritten Grades verläuft durch die Punkte P1, P2, P3 und P4. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung für f von x. Es ist also so, dass Sie Eigenschaften der Funktion gegeben haben, sei es Punkte, sei es Nullstellen, sei es Anstieg, sei es der Wendepunkt, sei es eine Ableitung, Symmetrieverhalten. Es gibt ganz viele Eigenschaften, die man so der Funktion geben kann. Und anhand dieser Eigenschaften müssen Sie in der Lage sein, daraus die Funktionsgleichung zu ermitteln. Und wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen zum einen hier in diesem Video zeigen. Und zum anderen habe ich Ihnen eine Übersicht vorbereitet, wo Sie das auch nochmal verschriftlich wiederfinden werden. Funktionsgleichung ermitteln, was sind das für Aufgaben, wie funktioniert das, wie ist die Vorgehensweise. Finden Sie also auch hier nochmals eine Übersicht, und wie können Sie also das ganze Problem lösen. Und so können Sie hier einfach nochmal hier reinschauen. Und in dieser Übersicht finden Sie am Ende auf Seite 8 und 9, beziehungsweise auf Seite 7, 8 und 9 finden Sie Übungen mit Prüfungsaufgaben aus älteren Prüfungen, wo Sie genau solche Aufgabenstellungen finden. Insgesamt sind es, glaube ich, 13 Stück. Genau, und entsprechend dann die Lösungen dieser Aufgaben, so dass Sie also die Möglichkeit haben, auch das Ganze noch mal ein bisschen zu üben. Genau. Und ja, beginnen wir einfach mal mit der Aufgabe 1. Und ich würde Ihnen das Ganze dann Schritt für Schritt jetzt einfach einmal zeigen. Also Aufgabe 1. Gesucht ist die Funktionsgleichung einer ganz rationalen Funktion dritten Grades. Ich markiere das mal, ganz rationale Funktion dritten Grades, die durch die Punkte P1, P2, P3 und P4 verläuft. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung. So. Also erstens ist ganz wichtig, das, was ich gerade fett hervorgehoben habe. Es ist also eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Das ist deshalb so wichtig, weil wir wissen müssen, welchen Grad hat die Funktion? Denn jetzt haben wir ja also eine Funktion gegeben. Oh, das ist ja sehr dick. Gegeben ist also jetzt eine Funktion f von x dritten Grades. Das heißt also, die Funktion sieht wie folgt aus: ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Und wir müssen jetzt A, B, C und D irgendwie rausfinden, und dann haben wir eine fertige Funktionsgleichung. Und deshalb muss als allererstes bei jeder dieser Aufgabenstellungen muss der Grad der Funktion bekannt sein. Wenn wir jetzt eine Funktion vierten Grades hätten, dann würde ja die Funktion anders aussehen. Dann wäre das AX hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx Quadrat plus dx plus e. Das wäre also eine Funktion vierten Grades. Hätten wir eine Funktion zweiten Grades, also eine quadratische Funktion, dann wäre die Funktion nur ax Quadrat plus bx plus c. Also das muss definitiv gegeben sein. Und dann besteht also die Aufgabe darin, dass man jetzt die Parameter a, b, c, d und so weiter herausfinden muss. So. Und dafür brauchen Sie Informationen. Wir brauchen also Informationen über diese Gleichung. Diese Informationen
Müssen also irgendwo gegeben sein. Und diese Informationen können folgende Geschichten sein. Ich habe das mal hier in einer Übersicht ein bisschen dargestellt, in dieser Übersicht für Sie. Welche Informationen können gegeben sein? Der Grad der Funktion, also Grad n, der muss definitiv gegeben sein. Aber was kann denn noch so gegeben sein? Und da gibt es folgende Möglichkeiten. Es kann ein Punkt sein, der auf der Funktion liegt, so wie in unserer Aufgabenstellung auch gerade. Es kann eine Nullstelle sein. Es können die Extrempunkte sein, es können die Wendepunkte sein, es kann der Anstieg oder eine Tangente sein, das Symmetrieverhalten, die erste oder zweite Ableitung. Und wie gesagt, der Grad n, deswegen rot hervorgehoben, muss immer gegeben sein. In unserem Aufgabenbeispiel haben wir jetzt also vier Punkte gegeben. Und jetzt ist erstmal wichtig, wie viele Informationen die brauchen. Und es ist ganz wichtig, wenn Sie also jetzt in der Aufgabenstellung, wir haben jetzt vier Unbekannte, gesucht sind A, B, C und D. Daraus folgt, wir brauchen vier Informationen. Wir brauchen also genauso viele Informationen wie unbekannte Parameter wir haben. Bei uns ist es so, dass die Punkte, die gegeben sind, P1 mit minus 2 und 14, es ist P2 gegeben mit 2 und 6, es ist P3 gegeben mit 4 und 4 und es ist P4 gegeben mit 8 und 6. Das heißt also, wir haben 1, 2, 3, 4 Punkte gegeben und somit genauso viele Informationen, wie wir auch Parameter haben, A, B, C und D. Bei einer Funktion vierten Grades benötigen wir also 5 Informationen, bei einer Funktion zweiten Grades benötigen wir 3 Informationen und bei unserer Aufgabenstellung Funktion dritten Grades benötigen wir 4 Informationen. Wie können wir jetzt diese Punkte verarbeiten oder diese Informationen verarbeiten? Und da ist jetzt also folgende Vorgehensweise. Wir können jeden dieser 4 Punkte, wir betrachten mal den Punkt P1, minus 2 und 14. Der Punkt P1 besteht ja aus einem X und aus einem Y-Wert. So, Vorsicht. Und wir können Folgendes tun. Ich muss mal kurz hier oben die Markierung wegmachen. A, B, C plus D. So. Wir können jetzt Folgendes machen, wir können in diese Funktionsgleichung, können wir für x die minus 2 einsetzen und für y, also wir können für x hier, hier, hier und auch hier die minus 2 einsetzen und das Ergebnis dieser ganzen Rechnung, also auf dieser Seite oder auf der rechten Seite, wäre dann 14. Denn wenn der Punkt mit x und y auf der Funktion liegt, dann muss er natürlich die Funktionsgleichung erfüllen. Das heißt, wir können den Punkt in die Funktion einsetzen. Da passiert Folgendes. Wir setzen also in die Funktion für x die minus 2 ein. Das heißt, also wir stellen auf f von minus 2. Das sieht dann so aus. A mal x ist minus 2, also minus 2 hoch 3, plus b mal x Quadrat, also minus 2 Quadrat, plus c mal x minus 2 plus d. Und das Ergebnis dieser Rechnung muss 14 sein, weil y gleich 14 ist. Jetzt kann ich die ganze noch ein bisschen vereinfachen und ausrechnen, indem ich jetzt einfach minus 2 hoch 3 zum Beispiel ausrechne, minus 2 Quadrat ausrechne und ich die Gleichung noch so umstelle, dass ich jetzt sage, okay, ich schreibe die Zahl, hier kommt ja minus 8 raus vor dem a. Also minus 2 hoch 3 ist minus 8, also steht hier vorne minus 8a. Minus 2 hoch 2 sind 4, also sind das plus 4b, minus 2 mal c ist gleich minus 2c, plus d ist gleich 14. Und damit habe ich meine erste Gleichung. Ich mache mal eine römische 1 davor und rahme diese Gleichung ein, denn die ist für unsere Lösung dann am Ende, benötigen wir die dann, also die ist wichtig. Mach das mal ein bisschen fetter. So. Unsere erste Gleichung. Diese Gleichung kann ich natürlich so, wie sie jetzt dasteht, nicht lösen. Das ist eine Gleichung mit vier Unbekannten, mit A, B, C und D. Wenn wir aber
insgesamt vier solche Gleichungen hätten, dann hätten wir ein lineares Gleichungssystem, was wir dann mit dem Taschenrechner lösen können. Eine Gleichung davon nützt uns nichts, aber wenn ich davon vier Gleichungen hätte, könnten wir das Ganze nutzen. Und deswegen haben wir hier noch den zweiten Punkt, den dritten Punkt und den vierten Punkt. Und wir machen das mit diesen Punkten überall das Gleiche. Also 2 und 6 setzen wir noch ein. Da passiert also Folgendes. F von 2 ist gleich a mal 2 hoch 3. Hier muss ich jetzt keine Klammern setzen, weil es eine positive Zahl ist. Plus b mal 2 Quadrat plus c mal 2 plus d ist gleich. Und der y-Wert ist in dem Fall 6. Da kommt als Gleichung raus, zweite Gleichung, 8a plus 4b plus 2c plus d ist gleich 6. Da hätten wir die zweite Gleichung. Und das machen wir jetzt noch zwei weitere Male mit den beiden letzten Punkten, also mit P3, also 4 und 4 wäre das. Wir setzen also für x 4 ein, hätten wir also f von 4 wäre a mal 4 hoch 3 plus b mal 4 Quadrat plus c mal 4 plus d ist gleich und der y-Wert ist auch 4. Hier wäre unsere Gleichung jetzt, das wäre die dritte Gleichung, 4 hoch 3, 4 mal 4 ist 16, mal 4 ist 64 ist a, 4 Quadrat, sind bei 16b plus 4c plus d ist gleich und auf der rechten Seite bleibt die 4. So, damit haben wir die dritte Gleichung. Ups. Und noch ein weiteres Mal mit dem letzten Punkt, mit 8 und 6. Falsche Farbe. Der Punkt P4, 8 und 6. Da hätten wir also f von 8 ist gleich a mal 8 hoch 3 plus b mal 8 Quadrat plus c mal 8 plus d. Und da kommt gleich 6 raus. Wir brauchen natürlich gleich unseren Taschenrechner. Ich rechne kurz raus. 8 hoch 3 ist 512. Also entsteht hier folgende Gleichung. Das wäre jetzt schon unsere vierte Gleichung. Und die lautet dann 512a plus 64b plus 8c plus d ist gleich 6. Auch die Gleichung rahme ich mir ein. Und jetzt habe ich vier Gleichungen nach demselben Muster aufgebaut. Erst das a, dann das b, dann das c, dann das d ist gleich und auf der rechten Seite noch eine Zahl. Und das ist also insgesamt, wenn man nur die vier großen Gleichungen jetzt betrachtet, ein lineares Gleichungssystem, welches Sie mit dem Taschenrechner lösen können. Wir hatten zwar bisher noch nie solche großen Gleichungssysteme, also mit vier Gleichungen und vier Unbekannten, aber wir hatten bisher kleinere Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten, eventuell mal mit drei. Und jetzt können wir aber genauso wie immer im Menü, Äquamenü oder Gleichungsmenü, je nach Taschenrechnertyp, bei Ihnen steht da eventuell Äqua, können wir unter F1, lineares Gleichungssystem, Anzahl der Unbekannten 4, dann wird diese Matrix erzeugt und dann können wir diese Zahlen eingeben und können die Gleichung und das Gleichungssystem lösen lassen. Das heißt also, wir hätten jetzt in der ersten Gleichung, ich gehe mal hier rüber, genau, in der ersten Gleichung haben wir also minus 8, 4, minus 2, vor dem d, da steht jetzt keine Zahl, aber da steht natürlich eine 1, also 1 und 14, das wäre die erste Zeile und das machen wir jetzt noch mit den weiteren Zeilen und hier nochmal der Hinweis, deswegen schreibe ich mal hier eine 1 davor, aber das hat sich da ein bisschen was farblich getan. Ich mache mal hier das B wieder richtig. So, das habe ich jetzt auch gesehen. Und hier mache ich jeweils eine 1 davor. Und genau, dass wir das beim Eingeben im Taschenrechner nicht vergessen, einfach die 1
dazu schreiben oder Sie wissen es einfach. Dann kommen wir zur zweiten Zeile, also da hätten wir 8, 4, 2 und 1, dritte und 6, die letzten werden nicht vergessen, die 1 und dann die 6. Dritte Zeile hätten wir die 64, 16a, b, 4c, 1d und ist gleich 4. Und die letzte Zeile 512a, 64b, 8c, 1d ist gleich 6. Dann lösen wir das Ganze mit Solve oder mit der blauen Taste hier unten wieder mit Excel und da werden Ihnen die Lösungen angezeigt. Auch wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit der Lösung, weil ich ganz fest davon überzeugt war, dass es eine andere Lösung ist. Deswegen kontrolliere ich nochmal meine Eingabe. Minus 8, 4, minus 2, 1 und 14. 8, 4, 2, 1 und 6. 64, 16, 4, 1 und 4. 512, 64, 8, 1 und 6. Und die Punkte kontrolliere ich nochmal. Minus 2, 14, 2 und 6, 4 und 4 und 8 und 6. Okay, hatte zwar jetzt eine andere Lösung erwartet, aber wir schauen einfach mal, wir können das Ganze ja kontrollieren. Also wir lösen das Ganze mit Solve oder mit Excel und da werden die Lösungen angegeben. Ich schreibe sie mal alle ab. A ist gleich 120. B, also die Reihenfolge x, y, z ist jetzt a, b, c und der letzte Wert hier unten wäre dann d. Also x ist ein 120. Dann haben wir 2 15 für b. Der dritte Wert wäre minus 61 30. Und d als letzten Wert wäre 142 15. Das bedeutet, meine Funktion, auch wenn ich jetzt ein anderes Ergebnis erwartet hätte, lautet 1 zu 120 x hoch 3 plus 2 15 x Quadrat minus 61 30 x plus 142 15. Das ist jetzt das Endergebnis und damit ist die Aufgabe schon fertig. Ich habe ja meine Skepsis schon geäußert, wir kontrollieren das Ganze einfach mal. Jetzt müsste ich natürlich, wenn ich jetzt die Funktion mir im Taschenrechner anschaue, ein 120. Mal x hoch 3 plus 2 15. Mal x Quadrat minus 61 30. Mal x plus 142 15. Dann sieht die Funktion natürlich jetzt erstmal sehr verrückt aus. Wir schauen uns einfach mal an, ob denn die vier Punkte, die wir hier gegeben haben, alle auf der Funktion liegen. Da sind sie. Und dann machen wir die Kontrolle. Mit Trace kann ich ja die Punkte selber kontrollieren. Einmal bei minus 2. Tatsächlich bei minus 2 und 14, das passt. Bei 2 und 6, das passt auch. Bei 4 und 4, das passt ebenfalls. Und an der Stelle 8 und 6, das passt ebenfalls. Im ersten Blick sieht die Funktion jetzt hier quadratisch aus, wenn man das so sieht, aber man müsste einfach mal das Koordinatensystem größer machen. Ich mache dazu mal einfach minus 30 bis 30 und erhöhe auch den Y-Wert bis 100. Dann sieht man, dass die Funktion also schon den klassischen Verlauf einer Funktion dritten Grades hat. Da hat sich scheinbar hier meine Aufgabenstellung ein kleiner Fehler eingeschlichen. Genau. Aber so sieht die Funktion aus, die durch diese vier Punkte verläuft. Und das war gerade eben eine Möglichkeit oder eine Vorgehensweise, wenn Sie Punkte gegeben haben. Also bei jedem Punkt, den Sie gegeben haben, den können Sie in die Funktion einsetzen. Daraus entsteht eine Gleichung und Ziel ist es. Deswegen benötigen wir auch vier solche Informationen, genauso viele Gleichungen der Art zu haben, wie wir auch Unbekannte haben. Wir haben vier Unbekannte, A, B, C und D. Und deswegen brauchen wir auch vier solche Informationen,
um 4 solche Gleichungen zu erzeugen, die wir dann mit dem Taschenrechner lösen können. So. Und dass jetzt solche komischen Zahlen rauskamen, lag daran, dass sich hier in diesen Ergebnissen irgendwo ein Fehler eingestichen hat. So, das ist aber nicht schlimm. Wir machen einfach Folgendes. Wir gehen mal zur Aufgabe 2. Denn ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es müssen nicht nur Punkte gegeben sein. Es können auch andere Informationen sein, die gegeben sind. Zum Beispiel Aufgabe 2, Maximum und Wendepunkt. Also es müssen nicht nur Punkte gegeben sein, es können auch die Wendepunkte und Extrempunkte gegeben sein, was ja im ersten auch wieder Punkte sind, aber wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze jetzt hier verhält. Wir haben wieder gegeben eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Das heißt also auch hier sieht unsere Funktionsgleichung erstmal so aus, dass wir eine Funktion gegeben haben, die so aussieht. F von x ist gleich ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Und wir suchen wieder die Parameter a, b, c und d und haben noch weiter gegeben, einmal das Maximum mit 6 und minus 4 und einmal den Wendepunkt mit 4 und minus 8. Jetzt haben wir also nur zwei Punkte gegeben, benötigen aber eigentlich 4 Informationen. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie hier vorgehen, wenn Sie also Extrempunkte oder Wendepunkte gegeben haben. Und zwar, wir beginnen erstmal mit dem Maximumpunkt 6 und minus 4. Und vor allen Dingen, wir beginnen jetzt erstmal wirklich mit diesem kompletten Punkt 6 und minus 4. Den können wir natürlich jetzt genauso bearbeiten, wie wir das hier oben mit den Punkten gemacht haben. Das heißt also, wir können als allererstes den Punkt ganz klassisch in die Funktion einsetzen. Also f von 6, das heißt a mal 6 hoch 3 plus b mal 6 Quadrat plus c mal 6 plus d ist gleich minus 4. Damit haben wir schon mal die erste Gleichung. Die lautet dann 6 mal 6 ist 36 mal 6 ist 216a. Um 6 Quadrat, also haben wir hier 36b plus 6c plus 1d ist gleich minus 4. Und damit haben wir wieder die erste Gleichung. Wenn wir das mit dem Wendepunkt genauso machen, hätten wir zwei Gleichungen, die aber nicht ausreichen würden. Wir bräuchten noch zusätzliche Informationen. Und diese zusätzlichen Informationen, die stecken hier drin. Das Ganze ist also Maximum. So, wir haben also Maximum an der Stelle 6. Und wenn wir an der Stelle 6 ein Maximum haben, das müssten Sie seit dem Thema ganz rationalen Funktionen wissen, bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, dass an der Stelle der Anstieg gleich 0 sein muss, denn Ansatz für Maximum, Minimum ist immer, dass die erste Ableitung f' von x gleich 0 ist. Jetzt liegt unser Maximum an der Stelle x gleich 6, bedeutet also f' von 6 muss gleich 0 sein. Und das können wir natürlich nutzen, diese Gleichung oder diese Information. Denn von der Funktion können wir ja die erste Ableitung bilden, auch wenn das a, b, c und d noch drin steckt. Wir können trotzdem die erste Ableitung bilden. Die lautet dann, hier steht eine 1 davor. Vor dem a steht eine 1, also rechnen wir 1 mal 3, sind das also 3ax² plus, bei dem b machen wir das genauso bei bx², sind wir bei 2bx plus c, das x und das d fällt weg. Das wäre die erste Ableitung und wir nutzen jetzt diese Information, das heißt wir stellen die Gleichung auf f' von 6. Wir setzen also jetzt in die erste Ableitung auch die 6 ein. 3 mal a mal 6 Quadrat plus 2 mal b mal x ist 6 plus c ist gleich. Und da kommt aber 0 raus, weil der Anstieg an der Stelle gleich 0 sein muss. Ansonsten wäre es kein Maximum. Und damit
haben wir eine weitere Gleichung, das ist unsere zweite Gleichung. Die lautet dann 6 Quadrat ist 36 mal 3, bin ich bei 108. A, 2 mal 6 sind 12. B plus 1c ist gleich 0. Auch hier rahme ich erstmal die Gleichung ein. Muss aber gleich noch einen Hinweis geben, denn Sie sehen ja, in der Gleichung fehlt jetzt das d. Ist aber nicht schlimm. Ups, das wollte ich nicht. So. Denn das können wir uns einfach dazu denken, da das d ja nicht vorhanden ist, müssen wir uns das einfach hier hinten einfach dazu denken. Plus 0d. Das ist sogar wichtig, denn wir müssen ja dann am Ende wieder das Gleichungssystem in unseren Taschenrechner im Equa-Menü eingeben. Und da muss man ja auch irgendwo dann den Wert für d haben. Das heißt also, wir dürfen das nicht ignorieren. Hier steht also jetzt plus 0d, weil das d beim Ableiten weggefallen ist. Ja, nach dem gleichen bzw. ähnlichen Prinzip gehen wir jetzt mit dem Wendepunkt vor. Der Wendepunkt lautet 4 und minus 8, bedeutet, wir können natürlich den Punkt erstmal wieder klassisch als Punkt einsetzen, 4 und minus 8. Also f von 4 wäre dann a mal 4 hoch 3 plus b mal 4 Quadrat plus c mal 4 plus d und da kommt minus 8 raus. 4 hoch 3 wäre 64a plus 16b. Plus 4c plus d ist gleich minus 8. Damit hätten wir jetzt schon unsere dritte Gleichung. Fehlt also noch eine Gleichung der Art und wir können das ganze Gleichungssystem wieder lösen. Damit haben wir dann wieder vier Gleichungen. Und da kommt wieder diese Information, dass es sich hier also um einen Wendepunkt handelt an der Stelle 4. Wir haben also an der Stelle 4 einen Wendepunkt. Beim Wendepunkt war es so, dass nicht die erste Ableitung gleich 0 war, sondern beim Wendepunkt ist die zweite Ableitung gleich 0. Das bedeutet für unseren Wendepunkt, die zweite Ableitung an der Stelle 4 muss gleich 0 sein. Also hier kommen jetzt die ganzen Themen wieder hoch, ganz rationale Funktionen, Extrempunkte, Wendepunkte, Anstieg, erste Ableitung, zweite Ableitung etc. So, die zweite Ableitung können wir natürlich auch hier wieder bilden. Ja, genau wie wir es mit der ersten Ableitung gemacht haben. 3 mal 2 sind wir bei 6ax und 2b, das x fällt weg und das c fällt weg. Dort setzen wir jetzt die 4 ein. Also f' von 4 hätten wir also 6a mal 4 plus 2b. Ist gleich, Sie sehen schon, ich lasse hier ganz bewusst viel Platz, ist gleich 0. Es muss also wieder 0 rauskommen. Die zweite Ableitung muss 0 sein, so dass jetzt unsere vierte Gleichung lautet, 4 mal 6 sind 24a plus 2b ist gleich 0. Und weil hier kein c vorkommt und kein d vorkommt, denken wir uns das Ganze wieder, indem wir das da einfach dazu schreiben. Das können Sie auch gerne mit Bleistift machen, plus 0c plus 0d. Das muss man nicht hinschreiben, das ist jetzt nur wichtig, dass wir das bei der Eingabe im Taschenrechner nicht vergessen, beziehungsweise dass wir das einfach beachten. Und damit haben wir jetzt vier Gleichungen erzeugt, genau wie vorhin, nur dass wir jetzt dazu die erste und die zweite Ableitung mit ins Spiel holen mussten, ins Boot holen mussten und damit die Informationen des Maximums, beziehungsweise die Informationen des Wendepunkts verarbeiten konnten. Heißt also auch, dass solche Punkte wie Extrempunkte, Max und Min oder Wendepunkte immer zwei Informationen liefern. Nicht nur eine, sondern sie liefern zum einen den Punkt und zum anderen das mit der ersten Ableitung beziehungsweise beim Wendepunkt mit der zweiten Ableitung. Das darf man also nicht vergessen. Man kann also manchmal auch in einer, vermeintlich einer Information, nämlich dass es ein Maximum ist, aber zwei Informationen entnehmen. Jetzt lösen wir das Ganze noch mit dem Taschenrechner. Das heißt also, Sie gehen wieder ins Menü, ins Equa-Menü bzw. Gleichungsmenü, dort lineares Gleichungssystem F1. Wir haben vier Unbekannte, also F3. Und da sehen Sie noch das Gleichungssystem von vorhin. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt überschreiben wir das Ganze mit den neuen Zahlen,
Also 216, 36, 6, 1, minus 4. Zweite Zeile ist 108, 12. Vor dem C steht eine 1, also 1C. Jetzt kommt 0D, deswegen muss jetzt hier eine 0 hin, 0. Und auf der rechten Seite steht nochmals eine 0. Dritte Zeile, RT64, 16, 4, dann 1D und minus 8. Und die letzte Zeile, 24, 2 und jetzt dreimal die 0. 0, 0 und 0. Dann sind wir auch am Ende von dem System angelangt. Weiter geht's hier nicht. Dann kommen wir wieder zurück. Dann könnt ihr das Ganze lösen lassen. Das gefällt mir schon mehr. Jetzt kommen auch bessere Zahlen raus, die ich erwartet habe. Jetzt haben wir raus A. A ist gleich. Oh Gott, hier, das würde rückgängig machen. So. A ist gleich minus ein Viertel. B 3. C minus 9 und bitte nicht vergessen, das sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht, aber Sie können ja nach unten scrollen, dann sehen Sie schon, da kommt die 4, die minus 4, das wäre dann D ist minus 4. Und das bedeutet für unsere Aufgabenstellung, f von x lautet minus 1 Viertel x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 9x minus 4. Und damit haben wir die Funktionsgleichung ermittelt. Auch hier kann ich ganz schnell und einfach eine Kontrolle vornehmen, indem Sie einfach sich die Funktion anzeigen lassen und die gegebenen Eigenschaften prüfen. Minus ein Viertel mal x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 9x minus 4. Jetzt kann ich das Quotientensystem wieder kleiner machen, wieder standardmäßig. Sieht so aus. Und jetzt prüfen wir einfach mal die ganzen gegebenen Sachen. Die Funktion hatte also ein Maximum bei 6 und minus 4. Gsolv und Max. Das Maximum wird mir angezeigt bei 6 und minus 4 tatsächlich. Den Wendepunkt kann man sich nicht explizit anzeigen lassen, aber ich kann natürlich prüfen, ob der Punkt allgemein stimmt mit Trace und dann gebe ich die 4 ein. Dann sehe ich hier 4 und minus 8. Und was man auch sehr gut sieht, das ist genau die Mitte zwischen den Hoch- und den Tiefpunkt. Der Tiefpunkt liegt nämlich hier bei 2 und können wir kurz nachgucken, bei 2 und minus 12. Maximum war bei 6 und minus 4. Demzufolge muss der Wendepunkt genau in der Mitte davon liegen und die Mitte von 2 und 6 ist genau an der Stelle 4. Und damit haben wir gezeigt, dass also unsere Funktion stimmt. Die erfüllt genau die Eigenschaften von der Aufgabe. Genau. Also Sie sehen, nur ein Punkt liefert eine Information, ein Extrempunkt, Max minus 4 und 6 und minus 4 liefert sogar zwei Informationen. So. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Beispiel Nummer 3. Ich habe mal versucht, immer wieder ein bisschen andere Aufgabenformulierungen heranzuholen. Das werden Sie auch in den Übungen dann sehen, die dazu vorliegen, dass das immer mal anders formuliert sein kann. Aber es gibt immer eine ähnliche Vorgehensweise. Wir schauen uns mal diese Aufgabe an. Aufgabe 3. Wieder erstmal gegeben ist die Funktion als ganz rationale Funktion dritten Grades. Bedeutet, also hier ist wieder gegeben, f von x gleich ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Ja, und die Informationen, die jetzt gegeben sind, sind folgende Informationen gegeben. Schneide die Ordinatenachse bei 12. Die Ordinatenachse ist die y-Achse. Also Sie müssen sich das Ganze so vorstellen, wir haben hier ein Koordinatensystem. X und Y und die Y-Achse ist also diese Achse, wird an der Stelle 12 oder bei dem Wert 12 geschnitten. Das wäre also hier oben. Das ist natürlich indirekt, also ein Punkt, der da beschrieben wird. Schneide die Ordinatenachse bei 12, heißt also nichts anderes, dass der Punkt 0 und 12 lautet.
So, das heißt also, wir haben den Punkt gegeben, ich nenne den Punkt P2, weil wir ja schon den Punkt haben, mit 0 und 12. Das ist die erste Information. Zweite Information verläuft durch den Punkt 3 und minus 6. Das ist also klassisch. Das ist also quasi der Punkt 1, 3 und minus 6, so wie wir das in der ersten Aufgabe hatten und auch in der zweiten. Und jetzt die nächste Information, Besitz an der Stelle 1, die Tangente. Und dann ist hier die Tangente gegeben mit y gleich. Also schreibt das mal so hin. Also bei x gleich 1 ist die Tangente gegeben mit y gleich minus 5x plus 43 Drittel. So, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, von der Nummerierung her, erste Information, zweite Information, wäre das also die dritte Information. Und wir brauchen aber vier Informationen. Wir haben ja A, B, C, D. Und auch hier kann ich Ihnen schon mal verraten, dass die Tangente uns letztendlich wieder zwei Sachen verraten wird. Aber zunächst erstmal wieder die ersten beiden Punkte. Also erstens der Punkt 0 und 12. Denn der Punkt 0 und 12 ist dahingehend speziell, weil wir für x0 einsetzen. Da passiert nämlich Folgendes. F von 0 ist gleich a mal 0 hoch 3 plus b mal 0 Quadrat plus c mal 0 plus d, und da kommt gleich 12 raus. Wenn man es ganz genau nimmt, verschwindet ja das a, b und c. Das heißt, es bleibt übrig, d ist gleich 12. Wir haben damit eigentlich schon eine Lösung raus, nämlich d, und könnten jetzt uns auf a, b, c konzentrieren. Ich möchte trotzdem die komplette Gleichung dazu aufschreiben, und zwar 0a plus 0b plus 0c plus d ist gleich 12. Aus dem einfachen Grund, wenn ich das jetzt nicht mache und ich das d schon mit in die Lösung reinpacke, dann müsste ich jetzt immer, wo das d vorkommt, d gleich 12 aufschreiben. Also müsste ich für d die 12 einsetzen und müsste eventuell dann die Gleichung auch noch entsprechend umstellen. Und das will ich nicht, und deswegen lasse ich das einfach so. Das wäre jetzt also unsere erste Gleichung. Und können dann auf dieselbe Art und Weise letztendlich mit dem zweiten Punkt vorgehen. Da hätten wir also den Punkt 3 und minus 6. Also f von 3 wäre a mal 3 hoch 3 plus b mal 3 Quadrat plus c mal 3 plus d. Und da hätten wir minus 6 raus. Ja, 3 hoch 3 ist 27a plus 9b plus 3c plus 1d ist gleich minus 6. Das wäre unsere zweite Gleichung, und damit hätten wir schon mal zwei Gleichungen. So, jetzt kommen wir zu der Information mit der Tangente. Die hole ich mal hier dazu. Wir haben also bei x gleich 1 eine Tangente y gleich minus 5x plus 43 Drittel. Die erste Information oder eine Information, die wir rausziehen können, hat mit dem Anstieg zu tun. Das bedeutet ja, der Anstieg m ist gleich minus 5. Und die Stelle ist ja gegeben, und der Anstieg m wird mit Hilfe der ersten Ableitung berechnet, also f' von x. Für das x würden wir die 1 einsetzen, und für m kommt wie gesagt minus 5 raus. Das heißt also, wir können die 1 in die erste Ableitung einsetzen und auf die rechte Seite für m dann die minus 5. Das wäre die erste Information, die wir erhalten, oder die wir daraus ziehen können. Und die zweite Information, die ist ein bisschen versteckt. Da müsste man Folgendes machen. Man müsste jetzt sich überlegen, wenn die komplette Tangente gegeben ist, dann kann ich ja mit Hilfe der Tangente auch den Punkt an der Stelle 1 ausrechnen. Das heißt also, ich würde jetzt einfach, ich mache das mal mit grün, ich würde y berechnen, indem ich jetzt x gleich 1 einsetze für x, also minus 5 mal 1 plus 43, oh, die Drittel waren glaube ich falsch, waren das, nee, 43 Drittel, doch.
Also würde ich ausrechnen, minus 5 mal 1 plus 43 Drittel, dann hätte ich den vollständigen Punkt mit 9,3 Periode beziehungsweise mit 28 Drittel. Das bedeutet, der Punkt, an der die Tangente anliegt und damit auch der Punkt, der auch auf der Funktion liegt, der Berührungspunkt mit der Funktion, lautet 1 und 28 Drittel. Und den kann ich natürlich genauso wie die beiden Punkte bei ersten und zweiten einsetzen. Mit dem würde ich auch beginnen. Das wäre jetzt also drittens quasi, das wäre 3.1. Ich würde jetzt erstmal den Punkt P 1 und 28 Drittel einsetzen. Also f von 1, das wäre a mal 1 hoch 3 plus b mal 1 Quadrat plus c mal 1 plus d ist gleich 28 Drittel. Vereinfacht 1a plus 1b plus 1c plus d, also auch 1d plus ist gleich 28 Drittel. Damit hätten wir die dritte Gleichung. Und für die vierte Gleichung würden wir also mit dem blauen arbeiten, mit dem Anstieg, den wir an der Tangente ja ablesen können. Der Anstieg ist also minus 5 und den Anstieg berechnet man ja mit Hilfe der ersten Ableitung. Also muss man in die erste Ableitung die 1 einsetzen und da kommt minus 5 raus. Die erste Ableitung kann man ja wieder bilden. F' von x wäre also 3ax² plus 2bx plus c, das x hier hinten und das d fällt weg. Und dort setzen wir jetzt das blaue ein. Das wäre dann also 3.2. Das f' von 1 gleich minus 5 sein muss, weil das mein Anstieg ist. Also wäre f' von 1 gleich, ach, machen wir schwarz. F' von 1 wäre 3 mal a mal 1 hoch 2 plus b mal 1, 2 mal b mal 1 Quadrat, nee, nur 1, plus 2 mal b mal 1 plus c wäre gleich minus 5, weil der Anstieg minus 5 ist. Also hätten wir hier 3a plus 2b plus 1c ist gleich minus 5 und damit hätten wir unsere vierte Gleichung. Und bei dieser Gleichung, nicht vergessen, steht auch hier plus 0d. Und damit haben wir die vier Gleichungen, die wir jetzt im Taschenrechner wieder lösen können. Dazu gehe ich wieder in das Menü Equa, lineares Gleichungssystem, Anzahl der Unbekannten 4. Wieder die Zahlen von vorhin, die stehen noch drin, das ist aber nicht schlimm, können Sie auch löschen mit Delete, dann werden die Zahlen alle gelöscht. Und dann könnt ihr nochmal auf 4 gehen und dann sehen Sie alles wieder genullt. Die erste Gleichung lautet 0, a, 0b, 0c, 1d ist gleich 12. Es müsste also am Ende das d auch gleich 12 sein. Dann haben wir die zweite Gleichung 27a, 9b, 3c, 1d und die minus 6. Die dritte Zeile ist 1a plus 1b plus 1c plus 1d ist gleich 28 Drittel. Und als letztes 3a, 2b, 1c, 0d ist minus 5. Dann lösen wir das Ganze und die Lösungen sind a gleich 1 Drittel, b gleich minus 3, c gleich 0 und d müsste minus 12 sein, 12 sein, tatsächlich d ist gleich 12, so dass die Funktion lautet f von x ist gleich 1 Drittel x hoch 3 minus 3 x² plus 0x, das kann man also weglassen, plus 12, ja, ich habe mal hier eine Lücke gelassen, da würde quasi noch das 0x stehen,
Lassen wir einfach weg. So. Auch hier natürlich wieder einfach mal eine kleine Kontrolle machen. Einfach die Funktionen, die Sie raus haben, in den Taschenrechner eingeben. Ein Drittel mal x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 12. Oh. Das war jetzt eine sehr kuriose Funktion. Sehen Sie das? Woran lag das? Sie sehen es hier. Ich habe hier die Funktion auch falsch eingegeben. Das ist das Schöne an diesen etwas neueren Taschenrechnern, dass man das auch so sehen kann in der Eingabe. Also nochmal, ein Drittel x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 12. Die Funktion sieht also so aus, wie eine Funktion dritten Grades, etwas größer. Und wir prüfen mal die ganzen Eigenschaften. Schneide die Ordinatenachse bei 12. Trace und 0, da sehen wir schon 0 und 12. Das stimmt schon mal. Man kann das jetzt nicht so gut sehen, aber wenn wir hier noch ein bisschen nach oben gehen, tatsächlich hier an der Stelle, also bei den y-Wert 12, geht die durch die y-Achse. Verläuft durch den Punkt 3 und minus 6. 3 und minus 6, trace, und dann gebe ich die 3 ein. 3 und minus 6 stimmt tatsächlich. Und besitzt an der Stelle 1 die Tangente minus 5x plus 43 Drittel. 43 Drittel, mal schnell kurz als Kommazahl, damit Sie uns das merken können. 43 Drittel ist 14,3 Periode. 14,3 Periode, bitte merken. Und wir lassen uns mal die Tangente an der Stelle 1 anzeigen. Die Tangente an der Stelle 1 lautet tatsächlich minus 5x plus 14,3 Periode, also genau das, was gegeben war. Und damit haben wir die richtige Funktionsgleichung ermittelt. So, wir kommen zur nächsten Aufgabe, Aufgabe 4. Dieses Mal habe ich mich für eine ganz rationale Funktion vierten Grades entschieden. Bedeutet also, die Funktion sieht jetzt ein bisschen größer aus, zumindest auf den ersten Blick. Denn das würde dann so aussehen, Funktion vierten Grades, ax hoch 4 plus bx hoch 3 plus cx hoch 2 plus dx plus e. Das heißt, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 unbekannte Parameter. Wir brauchen 5 Informationen. Sie ist aktensymmetrisch. Sie schneidet die Abszissenachse bei 3 und besitzt am Punkt 1 und 8 einen Anstieg von minus 22 Drittel. Ermitteln Sie die Funktionsgleichung. Wir beginnen mit der Achsensymmetrie. Ich hatte das schon vorhin mal erwähnt, dass auch die Symmetrie gegeben sein kann, das Symmetrieverhalten. Und sollte das Symmetrieverhalten gegeben sein, dann beginnen Sie auch mit dem Symmetrieverhalten aus folgendem Grund. Wenn eine Funktion achsensymmetrisch ist, bedeutet das für unsere Funktion, dass sie eine gerade Funktion ist. Das heißt also, die besitzt nur Exponenten, nur gerade Exponenten von x. Das heißt also, das x darf nicht x hoch 3 sein, das darf nicht x sein. Eine achsensymmetrische Funktion besitzt nur gerade Exponenten, damit fällt das und das jeweils heraus. Und somit reduziert sich das ganze Problem von 5 unbekannten Parametern auf nur noch 3, nämlich ax hoch 4 plus cx hoch 2 plus e. Und damit haben wir schon die Achsensymmetrie eingearbeitet. Und dasselbe Spiel machen wir, wenn die ganze Funktion punktsymmetrisch ist. Allerdings werden da die geraden Exponenten herausgestrichen. Punktsymmetrisch kann also auch keine Funktion vierten Grades sein. Das müsste dann eine Funktion dritten Grades oder fünften Grades sein. Und somit brauche ich jetzt nur noch 3 weitere Informationen. Und die erste Information wäre dann, die schneidet die Abszissenachse bei 3. Die Abszissenachse bei 3 schneiden, wir hatten das vorhin mit der Ordinatenachse, jetzt ist es die Abszissenachse. Die Abszissenachse ist also x. Wenn ich also jetzt hier 1, 2, das wäre also hier, das wäre 3. Die Nullstelle, das ist quasi eine Nullstelle. Und die Nullstelle liefert uns auch automatisch demzufolge einen Punkt. Also wenn die Funktion diese Stelle schneidet, an der Stelle 3, dann lautet der zugehörige Punkt 3 und 0. Demzufolge ist das also nichts anderes als ein Punkt. Ich nenne den Punkt jetzt P2, 3 und 0. Jede Nullstelle, die gegeben ist, ist zwangsläufig auch immer ein Punkt.
nämlich die Nullstelle, und der y-Wert ist immer 0. Und besitzt am Punkt 1 und 8, der Punkt 1, P1 mit 1 und 8 ist gegeben und gleichzeitig noch einen Anstieg von minus 22 Drittel. Das sind also zwei Informationen, die da drin stecken. Wir beginnen aber zunächst erstmal mit dem roten Punkt, mit P2, 3 und 0. Daraus folgt f von 3 wäre, also wir setzen das jetzt in die vereinfachte Variante ein, wo die zwei Sachen schon gestrichen sind, also a mal 3 hoch 4 plus c mal 3 Quadrat plus e. Damit haben wir die erste Gleichung. 3 hoch 4 wäre 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27, mal 3 ist 81 a plus 9 c plus e. Achso, ist gleich natürlich 0, weil es eine Nullstelle ist. Damit hätten wir die erste Gleichung. Und wir brauchen noch zwei weitere. Die zweite Gleichung liefert uns der Punkt P1 mit 1 und 8. Dieser Punkt, den können wir ebenfalls einsetzen, hätten wir also a mal 1 hoch 4 plus c mal 1 hoch 2 plus e ist gleich 0, so dass also das Ganze 1a plus 1c plus 1e gleich 0 wäre, und das wäre unsere zweite Gleichung. Nee, 0 ist es nicht. Kommando zurück. Natürlich war es jetzt ein bisschen schnell. Der y-Wert ist 8, also kommt auf der rechten Seite 8 raus. Jetzt können wir das Ganze einrahmen. Da haben wir die zweite Gleichung. Und dann bleibt man gleich bei denen. Das hat man vorhin auch schon blau. Ups, das war jetzt nicht so gewollt. So. Blau. Der Anstieg. Der Anstieg an diesem Punkt, also an der Stelle 1, ist minus 22 Drittel. Wenn x gleich 1 ist und m gleich minus 22 Drittel, bedeutet das, dass f', also die erste Ableitung an der Stelle 1, gleich minus 22 Drittel sein muss. Die erste Ableitung muss ich wieder noch bilden, f' von x, a mal 4, also das wäre dann 4a x hoch 3. In der Mitte hätten wir dann plus 2c x und das e fällt weg. Und das bedeutet f' an der Stelle 1 wäre 4 mal a mal, wir setzen für x die 1 ein, 1 hoch 3 plus 2c mal 1, und das Ergebnis wäre minus 22 Drittel. Und damit hätten wir hier die dritte Gleichung, die dann lautet 4a in der Mitte 2c, ein e gibt es nicht, weil das beim Ableiten wegfällt, ist gleich minus 22 Drittel. Und damit wir das e nicht vergessen, schreibe ich hier noch ein e plus 0 mal e dazu. Und damit haben wir jetzt die drei Gleichungen. Wir brauchen jetzt ja nur drei Gleichungen, weil wir auch nur drei Unbekannte haben, a, c und e. Und dann können wir das Ganze wieder im Aqua-Menü lösen. Das liefert jetzt folgende Lösung. Lineares Gleichungssystem, jetzt nur noch drei Unbekannte, die dann lauten 81, also 81a plus 9c plus 1e ist gleich 0. Zweite Gleichung, 1a plus 1c plus 1e ist gleich 8. Und die dritte Gleichung, 4a plus 2c plus 0e ist gleich minus 22 Drittel. Die Lösungen sind jetzt also a gleich 1 Drittel, so. Nochmal.
Also Lösung A gleich 1 Drittel, B gleich minus 13 Drittel, nicht B, haben wir jetzt gar kein B, sondern das wäre ja jetzt in unserem Fall das C, und E ist die dritte Lösung mit 12. Und die Funktionsgleichung lautet demzufolge 1 Drittel x hoch 4, x hoch 3 gab es nicht, minus 13 Drittel x hoch 2, das einfache x gibt es nicht, plus 12. Wir können natürlich wieder am Taschenrechner die Geschichte kontrollieren, geben die Funktion ein, 1 Drittel mal x hoch 4 minus 13 Drittel mal x Quadrat plus 12 und lassen uns die Funktion anzeigen. Sieht so aus, da sehen wir schon mal sehr schön, dass es eine achsensymmetrische Funktion ist, die an der y-Achse gespiegelt ist, und wir können die Eigenschaften prüfen. Schneide die Abszissenachse bei 3 mit G-Solve und Root, kann man sich ja schön die Nullstellen anzeigen lassen, minus 3, minus 2, 2 und auch bei 3, damit ist die erste Bedingung erfüllt. Die Achsensymmetrie haben wir ja schon erkannt und hat im Punkt 1 und 8 einen Anstieg von minus 22 Drittel. An der Stelle 1 lautet der Punkt tatsächlich 8 und der Anstieg lautet minus 7,3 Periode, das sind tatsächlich minus 22 Drittel. Und damit hätten wir auch diese Aufgabe 4 gelöst, und ich würde jetzt zum Abschluss noch eine Aufgabe lösen und dann können Sie das einfach mal selbst ausprobieren. Bei dem fünften Beispiel ist jetzt tatsächlich mal eine ganz andere, eine etwas andere Vorgehensweise. Und zwar ist hier genau der letzte Fall eingetreten, den ich auch hier beschrieben habe, dass auch mal eine Ableitung gegeben sein kann. Und da muss man ein bisschen anders vorgehen. Das zeige ich Ihnen an unserem Beispiel. Von einer ganz rationalen Funktion ist die zweite Ableitung gegeben. Markiere es gleich mal dick und rot. Die zweite Ableitung ist gegeben, auch die 4 soll noch rot sein. So, dies übernehme ich gleich mal. F' von x ist gegeben mit 2x plus 4. Zudem besitzt die Funktion im Punkt p minus 1 und 2 Drittel einen Anstieg von minus 7. Ermitteln die zugehörige Funktionsgleichung. Also hier fällt erstmal als allererstes auf, dass das, was ich am Anfang so gesagt habe, was unbedingt gegeben sein muss, ist der Grad n der Funktion. Das trifft hier nicht zu. Also direkt ist der Grad nicht gegeben. Allerdings ist der indirekt gegeben. Denn wenn die zweite Ableitung gegeben ist, dann können Sie ja mit Integrieren die erste Ableitung bilden. Oder wie Sie es gerne sagen, mit Aufleiten. Ja, das müssten wir jetzt als allererstes machen. Wir müssten zunächst erstmal aus der zweiten Ableitung die erste Ableitung bilden und aus der ersten Ableitung dann die Funktion bilden. Dann haben wir auch schon die Funktion und den Grad der Funktion teilweise gegeben. Und das müssten wir erstmal einfach tun, indem wir jetzt hier integrieren, so wie wir das bei der Integralrechnung kennen, wenn Sie die Stammfunktion bilden. Denn die Stammfunktion von der zweiten Ableitung ist automatisch dann die erste Ableitung. Das wäre dann also x hoch 2, wir müssten die 2 geteilt durch 2 teilen, sind wir bei 1 x hoch 2, plus an die 4 kommt ein x dazu, und hier konnte ja jeder beliebige Wert stehen, deswegen plus c, der ja beim Ableiten dann, wenn man von der ersten zur zweiten Ableitung bildet, wegfällt. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal und haben damit schon einen Teil unserer Funktion fertig. Aus x hoch 2 wird x hoch 3, 1 geteilt durch 3, da bin ich bei 1 Drittel x hoch 3 plus, hier wird x Quadrat raus, 4 durch 2 ist 2x Quadrat plus, jetzt kommt's, an das c kommt ein x dazu, und hier konnte natürlich noch ein Wert stehen, der weggefallen ist. Und da sehen Sie, wenn Sie jetzt nochmal das mit vorhin betrachten, f von x ist gleich a x hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d, dass wir jetzt schon bereits a kennen und b kennen. Denn durch dieses Aufleiten, also durch das Integrieren,
Können wir diese beiden vorderen Sachen oder kennen wir die beiden vorderen Sachen? Also A ist jetzt bereits schon ein Drittel und B ist bereits jetzt 2. Das wissen wir jetzt also schon. Wir müssen jetzt nur noch C und D lösen. Wir brauchen also nur noch zwei Informationen und die stecken hier zum einen in diesem Punkt und zum anderen im Anstieg. Bei diesen Aufgabenstellungen ist es häufig so, dass Sie kein Gleichungssystem lösen müssen, sondern jede Gleichung einzeln lösen können. Und zwar schreibt man die beiden Informationen nochmal auf. Der Anstieg ist minus 7 bei dem Punkt P und der Punkt P ist gegeben mit minus 1 und 2 Drittel. Und da kommt das Schöne ins Spiel, der Anstieg, ich mache das wieder blau, der hat natürlich mit der ersten Ableitung zu tun. Und die erste Ableitung hat nur eine Unbekannte, nämlich das C. Deswegen beginnen wir auch damit. Wir beginnen jetzt mal mit dem Anstieg. Und da steht ja da, dass der Anstieg m gleich minus 7 ist, an der Stelle x gleich minus 1, weil der Punkt P ja bei minus 1 ist. Das bedeutet, f' von minus 1 muss minus 7 sein. Und das kann ich schön einsetzen. F' von minus 1 ist 1 mal minus 1 Quadrat. Plus 4 mal minus 1 plus c ist gleich minus 7. Und hier ist es so, dass wir diese Gleichung jetzt direkt lösen können. Wir haben jetzt nur den unbekannten Wert c, das heißt, wir können diese Gleichung nach c umstellen. Dazu rechnen wir die beiden Zahlen aus. Das ist also 1, das ist minus 4 plus c ist minus 7. Das wäre also minus 3 plus c ist minus 7. Und wir rechnen plus 3, dann ist c gleich minus 4. Damit haben wir jetzt a, wir haben b und wir haben jetzt schon c. Und erst jetzt würde ich den Punkt verarbeiten. Der Punkt ist gegeben mit minus 1 und 2 Drittel. Das heißt, ich kann den in meine Funktion einsetzen, f von x. Also f von minus 1 wäre dann 1 Drittel mal minus 1 hoch 3 plus 2 mal minus 1 Quadrat plus, und jetzt kommt c, x. C habe ich jetzt schon ausgerechnet mit minus 4 mal x minus 1 plus d und das Ergebnis ist 2 Drittel. Und auch das kann ich jetzt nach d umstellen und habe damit die komplette Aufgabe gelöst. Wir hätten hier minus 1 Drittel plus 2 plus 4 plus d ist gleich 2 Drittel. Ich rechne plus 1 Drittel, dann habe ich nämlich auf der rechten Seite direkt schon 1, weil 2 Drittel plus 1 Drittel 1 ist. Hier bleiben noch 6 plus d übrig, muss also noch minus 6 rechnen. Dann ist d gleich minus 5. Und damit sind wir fertig. Jetzt haben wir die Funktion vollständig mit 1 Drittel x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 4x minus 5. Also Sie sehen eine etwas andere Herangehensweise, was daran liegt, dass die Ableitung gegeben ist und wir durch die Ableitung und durch das Integrieren nur die Hälfte der Funktion ermitteln müssen. A und B waren nämlich dann schon direkt bzw. indirekt gegeben und wir mussten nur noch C und D ermitteln. So, und auch hier noch zum Abschluss des Ganzen. Die Kontrolle mit dem Taschenrechner. Ich gebe auch hier nochmal die Funktion ein. 1 Drittel mal x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 4x minus 5. Ach, Mensch, ich sollte da ja mal hingucken. Sehen schon wieder, ich habe es wieder falsch eingegeben. 1 Drittel x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 4x minus 5. Und die Funktion sieht so aus. Und wir prüfen mal die gegebenen Eigenschaften. Die Ableitung, die kann ich natürlich bilden. Dann würde ich sehen, dass da 2x minus 5 rauskommt. Entscheidend ist eher der Punkt. Bei Punkt, der Punkt ist minus 1 und 2 Drittel. Tatsächlich 0,6 Periode. Und der Anstieg an diesem Punkt ist minus 7. Also die beiden Eigenschaften, die da gegeben sind, sind erfüllt. Und somit hätten wir auch das Problem gelöst. So, das waren alles mal verschiedene Aufgaben zu diesem Thema Funktionsgleichung ermitteln.
Letztes Jahr in der Prüfung gab es eine kleine Aufgabe mit 3 Punkten. Da war genau sowas dabei. Und deswegen habe ich Ihnen diese Übersicht nochmal gemacht, da wir das bisher noch nicht besprechen konnten. Diese Übersicht dient eigentlich nochmal dazu, dass Sie das nochmal alles in der Übersicht haben und einfach nochmal durchlesen können. Und dort finden Sie auch nochmal die kompletten Informationen, die ich Ihnen jetzt gerade in dem Video auch versucht habe zu vermitteln, was das also für Aufgaben sind, welche Informationen wir also bearbeiten können, was das mit dem Grad der Funktion auf sich hat, und dann natürlich, wie die Vorgehensweise ist, um das Problem zu lösen. Und ich habe Ihnen für jede Information, die es gibt, gezeigt, wie man mit dieser Information umgeht. Also wie man einen Punkt einsetzt, wie man dann das Gleichungssystem löst, auch nochmal die Beschreibung, wie man das mit dem Taschenrechner macht, und wie Sie aber auch die restlichen Informationen verarbeiten können. Also wie Sie mit einer Nullstelle umgehen, wie Sie mit Extrempunkten umgehen. Das haben wir ja in dem Video jetzt bereits gesehen, dass man beim Extrempunkt zwei Informationen hat. Zum einen der Punkt an sich und zum zweiten das mit der ersten Ableitung. Dasselbe mit dem Wendepunkt, nur der zweiten Ableitung, Anstieg, Symmetrieverhalten, erste und zweite Ableitung. Und das wird für Sie jetzt so das Entscheidende sein. Sie finden also im Anschluss ab Seite 7 dann insgesamt 13 Prüfungsaufgaben mit solchen Formulierungen, und Sie sollen einfach mal da sich selbst an ausprobieren und versuchen, die Funktion selber herauszufinden, und Sie finden dann hier unten die entsprechenden Lösungen. Ich hoffe, Sie konnten damit was anfangen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben zu diesen einzelnen Aufgaben oder zu meinen Erklärungen, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail oder fragen mich in der Schule. Ansonsten hoffe ich, dass es nicht ganz so lang ging, aber das lässt sich auch jetzt nicht kürzer fassen, und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Lernen und natürlich bei der Vorbereitung in Richtung Prüfung. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.